meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost The Musician 2 oder Episode 2, vielmehr gesagt. So, wir sind hier gerade am Hacken mit Hans, ich dachte, das habe ich schon mal gemacht. Er war eifersüchtig, dann haben wir wieder alles gut geredet mit ihm und jetzt hat er uns Bigs geschenkt. 5 Stück, besser als gar nichts, ne? So, Dom G, meine Systemdiagnose hat Alarm geschlagen, mein Sprachintervall wäre zu hoch. Findest du eigentlich, ich rede zu viel? Wie kommst du denn nur darauf, Hans? Absolut gar nicht. Ein wenig vielleicht, in der Kürze liegt die Würze. Nein. Genau. Hans redet doch nicht so viel, oder? Hans, unser ganzer Liebling, unser aller Liebling. Meine Systemdiagnosen hat Alarm geschlagen. Mein Sprachintervall wäre zu hoch. Du musst eindeutig eine Fehlerdiagnose vorlegen. Aber zurück zum Wesentlichen. Ich habe eine 8-sekündige Audiodatei aus dem Niederfrequenzbereich extrahiert. Ich habe die AAC-Datei an Wolf weitergeleitet. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es losgeht. Jetzt guck mal, Wolf hat schon direkt auch gleich das Ergebnis. So Leute, wir haben die Audiodatei aus dem Video. Körperlose Stimmen. Und jetzt hört genau hin. Ist das Lori von Drogöchen Popöchen? Vielleicht? Ja, ich glaube schon, ne? Was war das? Hören wir uns nochmal an. Versteht ihr das? Kein Wort! Geht mir auch so. Ich glaube, etwas zu verstehen. Ja, was denn? Was verstehen wir denn? Gar nichts verstehen. Minions-Gequatsche. So. Ja, Kiara. Ich wollte mal ganz kurz bei Kiara gucken. Zorrigung. Zorrigung ist auch nicht schlecht, ne? Hat die nur hier gar keine Galerie mehr? Okay. Also, bringt uns das nicht wirklich weiter? Immer langsam, Leute. Was wäre ein Wolf ohne seine enorme Leistungsfähigkeiten, Sinnesorgane? Achso, leistungsfähigen Sinnesorgane. Ich habe die Audiodatei bearbeitet und durch die Sprachanalyse gejagt. Und jetzt hören wir genau zu. Wie furchtbar sie das an ihren nächsten Verwandten, die ihn später erschlugen, rächen wird. Was? Verwandten rächen? Hä? Genau so stehe ich auch gerade davor. Was? Sagt das jemand von euch etwas? Nee, überhaupt nicht. Also mir gar nichts. Ich habe da so eine Vermutung. Hä? Nee, woher denn? Nein, ich, nö. Mir auch nicht. Ich google mal kurz. Kannst du Spanien, Jonathan? Hab ich gerade. Laut Google stammt der Text aus einer Liebesgeschichte aus dem Mittelalter. Was? Wieso? Wer liest denn so etwas vor? So Geister, was hat... Hä? Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe echt nur Bahnhof gerade. Diese Liebesgeschichte nannte sich der Nibelungssage. Und da kommt ein Geist aus den 50ern auf die Idee, das zu sappeln? Siegfried und die Grimmelhild haben ihn schon sicher immer schon mal vor kurzem gehört. Sagt mir nix. Na, wer das nicht kennt, ich und Geschichte. Nö, du Streber. Wie war das? Kennt doch jeder. Ja, wo der Siegfried den Drachen, der Drachentöter. Hier zu mir nachlesen. Ihr solltet hier nicht zu mir sterben. Genau. Lesen wir nicht durch, die Geschichte kennt, glaube ich, eigentlich hier. Also ganz im Ernst, wer die nicht kennt, der ist, glaube ich, hier wirklich völlig verkehrt. Ne, ganz klar, Siegfried tötet den Drachen, ne, und, um das kurz mal zu erklären, und badet dann in seinem Blut und wird durch dieses Blut unverwundbar, nur beim Baden ist ein Eichenblatt, klebt er an seiner Schulter oder irgendwie so und auf dem Rücken. Und, diese Stelle wurde dann nicht von dem Drachenblut, bedeckt. Und folgedessen ist es ihr seht sie hier schon auf den Bildern, ihr seht schon, ne, da seine Stelle, wo er eben halt verwundbar ist. Ja, und das wurde ihm dann wohl zum Verhängnis. So.
Was? Und was hat die damit jetzt zu tun? Es scheint, als hättet ihr recht. Schaut mal, ganz unten im Screen aus dem Geistervideo. Das ist genau das Symbol aus der Nibelungssage. Na komm. Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ja, der ist gut, der Junge. Also liest sie gerne Geschichten, ja? Problem ist nur, kein Plan, welche Botschaft sich dahinter verbirgt. Das finden wir schon noch raus. Klingt für mich nach Zeitverschwendung. Hat jemand eine Idee? Prof, sagen Sie doch auch mal was dazu. Genau, der könnte mal eine Idee dazu haben. Sie kennen meine Meinung zum Thema Geister. Aber ich würde das folgendermaßen interpretieren. Die Nibelungssage ist eine von Klage gedicht und handelt von Rache als grundlegendes Element. Ich versuche mal, das in den wichtigen Kurzform zusammenzufassen. Nachdem Siegfried von Hagen von Tronje ermordet wurde, kennt seine Witwe Grimhild nur noch ein Ziel: Rache. Mit den ererbten Nibelungsschatz will sie Freunde gewinnen und dadurch Rache an den Mörder nehmen zu können. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Ersteller dieses Videos auf das Thema Rache und Mord hinweisen will. Vielen Dank, Prof, das hilft weiter. Rache und Mord, was sagt man dazu? Klingt für mich plausibel. Aber an wen? Also sprich, der Geist will Genugtuung Rache haben und quält und tyrannisiert alle Leute, die das Video anschauen, bis sie wahrscheinlich irgendwann die Rache kriegt. Vielleicht will sie so an denjenigen kommen, der sie gepeinigt hat. Weiß man ja nicht, ne? Lass mich mal für normal Denkende unter uns zusammenfassen. In dem Video versteckt sich ein Foto mit Fons, damit wir mit ihm in Kontakt treten. Von ihm erfahren wir, dass Geister ein Motiv für ihre Heimsuchung haben. In diesem Fall Rache. Jetzt finden wir dieses Nibelungsgedöns, das für Rache an einem Mord steht. Grund genug für mich, danach weiteren Botschaften zu suchen. Okay, Cedric will was von mir. Hey Tomschi, ich muss mal ganz kurz was mit dir bequatschen. Hey Cedric. Was gibt's denn? Jetzt, wo wir alle mehr oder weniger dem Tod ins Auge blicken, kreisen mir viele Gedanken im Kopf herum. Und wie soll ich sagen? Ich habe mich in letzter Zeit öfters mal daneben benommen. Ja, absolut. Was du nicht sagst. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Nix sagen. Na komm. Wenn ich nur daran denke, wie ich mich gegenüber Gabriele verhalten habe, kurz bevor... Auf jeden Fall, sorry dafür, Tomji. Entschuldigung angenommen. Ist schon okay. Ja, war blöd von dir. Lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern. Genau das sehe ich nämlich genauso. Ja, dann verschlechtert sich die Beziehung eben halt. Ich weiß und es tut mir wirklich leid. Aber da wäre noch etwas ganz anderes. Habe ich bisher mit niemandem darüber gesprochen. In meiner letzten Facharbeit ging es um das Thema Sezieren in der Anatomielehre. Wusstest du, dass die Kirche im Mittelalter das Sezieren an Leichen strikt ablehnte? Und wo haben sie das denn gelernt? Damals war man davon überzeugt, dass durch das Sezieren die Seelen keine Ruhe finden. Nein, das wusste ich nicht. Danke für die Information. Das war wirklich sehr hilfreich. Hab mal davon gehört. Und wieso erzählst du mir das? Ah, das Mittelalter war sowieso ein bisschen merkwürdig, ne? Hexenverfolgung, Geister, Wiederkehrer und hast nicht gesehen und so, ne? Vielleicht ist der Gedanke auch absurd. Aber alle aus unserer Chatgruppe waren beim letzten Zielkurs dabei. Und jetzt kommt's, ich habe nämlich der Uni nachgeforscht.
Es war definitiv ein Frauenarm, an dem wir rumgeschnippelt haben. Das hätte ich dir auch so sagen können. Du denkst doch nicht in etwa und weiter? Unvorstellbar. Du denkst doch nicht in etwa, was? Warte, das war noch nicht alles. Diese Frauenleiche wurde genau an einem Tag, bevor Gabriela den Anruf bekam, in die Kühlkammer der Uni gebracht. Einzig und allein die Verbindung zu Gabriela fehlt in meinen Gleichungen. Denn sie hatte als einzige zu der Leiche keinen Kontakt. Ich glaube, du reimst dir da etwas zusammen. Das glaube ich nämlich irgendwie auch. Mal gucken. Er schreibt. Ich weiß, das ist alles noch etwas schwammig, aber genau deswegen sollte ich es noch nicht in die Gruppe schreiben. Aber lass uns jetzt erstmal hoffen, dass Wolf auf neue Hinweise stößt. Er ist momentan unsere größte Hoffnung. Ich versuche mehr Infos über diese Leiche zu beschaffen. Du solltest den anderen auch was davon erzählen. Meine Meinung dazu sage ich dir ja bereits. Halte mich auf den Laufenden. Ach komm, warum nicht? Wir arbeiten ja alle zusammen und man sollte sich an jeden Strohhalm irgendwie klammern. Nein, bis ich nicht sicher weiß, dass es keine Hirngespinste sind, halte ich sie da raus. Okay, Cedric hat den Chat verlassen, er ist offline, aber nicht in dieser Organpartitur-Gruppe. So. Norma Ziegler. Wie habe ich die denn noch gesprochen? Ich weiß es nicht. Einen schönen guten Tag. Achso. Hallo, Frau Ziegler. Ein Glück, Sie melden sich. Endlich wurde auch Zeit. Nee. Achso, die habe ich überhaupt noch gar nicht gesprochen gehabt, ne? Excuse-moi. Keine Ahnung, ist bestimmt Französisch. Bin gestern auf den Sofa eingedöst. Meine zwei Freundinnen waren schuld daran. Aha. An Long Iced Tea. Long Iced Tea 2. Sowas schickt sie uns einfach so. Ist ja witzig, Norma Ziegler. Sind Tahiti-Zwillingsgeschwister, tahitanische Zwillingsgeschwister. Also Sex on the Beach. Mai Tai. Ihr wisst, ich bin Cocktail-Profi. Ihr merkt das schon selber, ne? Kein Problem, ich bin froh, dass sie sich melden. Aber sonst geht's ihnen gut. Die würde ich auch gerne kennenlernen. Nix sagen. Oh, die würde ich auch gerne kennenlernen, definitiv. Ich bin ja nicht der Cocktailtrinker tatsächlich. Davon habe ich immer nicht sehr viel. Irgendwie, das ist... Ist A, wenn man die in eine Bar trinken geht, arschteuer. Und nur süß und Zucker, ne? Aber hey, ich sehe nicht so aus, als würde ich auf Zucker verzichten, oder? Herrlich! Ein Hoch auf den Whisky-Genuss am Mittag! Du kannst mich übrigens gerne Norma nennen. Was kann ich denn für dich tun? Schauen Sie sich bitte das mal an. Lass mal ganz kurz checken hier, Norma. Norma hat keine Galerie. Achso. Gibt es jetzt so einige, die so eine Galerie gar nicht freischalten? Ich würde gern wissen, was Sie davon erhalten. Ich brauche dringend Hilfe. Es geht um Leben und Tod. Könnten Sie mir bitte ein paar Fragen über Henry Fons beantworten? Komm, wir machen das mit Leben und Tod. Das ist, damit sie mal den Ernst der Lage irgendwie wahrnimmt. Ja, ja, ja. Sieh mal an, mein alter Freund Fons versucht es also schon wieder. Und scheinbar findet er immer wieder Leute, denen er Angst hier einjagen kann. Du glaubst doch nicht in etwa, was dieser Spinner von sich gibt. Nein, aber er ist aktuell der einzigste Hinweis, den wir haben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So langsam glaube ich ihn. Zwei meiner Freunde sind schon gestorben, nachdem sie dieses Video gesehen haben. Laut Fons ist ein verstorbenes Mädchen hinter uns her. Mein Beileid. Lass dir ja nicht von diesen Fons an den Bären aufbinden.
Aber ich muss zugeben, die Schriftstellerin in mir wird gerade hellhörig. Schriftstellerin. Außerdem vermisse ich es, meinem Freund Henry Fonz die Tür zu vermasseln. Aber wir nehmen lieber erstmal die Tour, bevor wir die Tür nehmen. Fangen wir von vorne an. Ihr seid also überall mein Buch auf mich gestoßen, ja? Warte mal. Da fuhr gerade nämlich ein Krankenwagen gerade vorbei. Das ist ein bisschen blöd, denn immer. So. Genau. War gar nicht so einfach, es zu bekommen. Ist ja überall vergriffen. Richtig, ihr Buch wurde in einem alten Zeitungsartikel über Fonz erwähnt. Genau, damit haben wir das ganz schön aufgenommen. Okay. Tja, der gute Fonz war damals not amused. Ebenso wenig wie über meine limitierte Neuauflage. Habe übrigens noch 3 besondere schöne Exemplare umliegen. Henry Fonz. Ja, den kannten wir ja schon. Sehen Sie nicht großartig aus? Du musst mal selber aufnehmen, weiter. Ja, da liegt das Handy, nimm auf. Auch wenn es meinen Verlag richtig Kohle gekostet hat, Fonz dazu zu bringen, ein Foto für die Neulauflage aufzunehmen. Ja, das. Wie hat sie das geschafft? Ich hab neulich Cupra gekauft. Naja. Oh mein Gott. Was für eine Lachnummer. Sie beiden werden wohl keine Freunde mehr. Dann hat er ja das Geld wirklich wohl nötig. Ja, ist ja irre, ne? Für so ein Buch gegen ihn macht er tatsächlich, nimmt er Geld und macht ein Foto dafür. Hat. Nicht hatte. Der Arme. Ihr kommt ja nicht zur Potte, Mann. Ich will jetzt mal Ergebnisse. Aber nun erzähl mal, mein Guter. Womit und warum sollte ich Ihnen euch helfen? Ein Kinderfoto von Fonz war in diesem verstörenden Video zu sehen. Vielleicht sollten wir das Video einfach mal zeigen. Und wir brauchen sie, um herauszufinden, was Fonz damit zu tun hat. Vielleicht kennt er das Motiv dieses verstorbenen Mädchen. Ich muss schon sagen, aufregende Story. Weißt du was? Ich bin dabei. Och, wie schön. Alleine um euch zu beweisen, was für ein ignoranter und Betrüger Fonz ist. Und dass es sowas etwas wie mordende Geisterfrauen nicht gibt. Wusstest du übrigens, dass Geist aus dem Lateinischen kommt und Schnaps bedeutet? Sie scheinen sich damit ja auszukennen, mit den Mai Tai und so. Jetzt werden wir frech. Nun nimmst du aber kein Blatt vom Mund, gefällt mir. Na, siehst du? Wie verfahren wir denn nun weiter? Ich würde sie gerne in unseren Gruppenchat hinzufügen, wenn das okay für sie wäre. Gerne. Wäre doch gelacht, wenn ich euch nicht überzeugt bekomme. Ich fülle noch kurz mein Glas auf und warte auf deine Einladung. Ja, Moment wohl. So, die Einladung. Auch nicht die Oma. Was ist denn die Oma? Nicht jetzt die Elke Schmidtsche wieder. Das kriege ich jetzt heute nicht hin. Ich wollte sowieso Schluss machen. Ich finde gut, dass die Norma jetzt an Bord ist. Ja, und danke fürs Reinschalten für heute. Es hat echt Spaß gemacht. Geil, dass hier nochmal die Werbung vom Bus-Simulator reinkommt. Finde ich super toll. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.